entsprechenden Gesetzestexten hinzugefügt und können in allen kommunalen Behörden eingesehen werden. An alle Cittadini, da die finanziellen Mittel aufgrund der Verteidigung der ausländischen Interessen der Republik knapp geworden sind, meine Brüder zu retten, war mehr als nur ein Akt der Nächstenliebe, Ezio. Sie werden in den nächsten Wochen eine wichtige Rolle spielen. Bittet sie nur um Hilfe und sie werden kommen. Und was mache ich mit einer Bande von Dieben? Setzt sie gegen eine Gruppe von Wachen ein und sie werden sie ablenken. Und mir den Weg freimachen. Ganz genau. Hilft mir, mein Schwert sauber zu halten. Gefällt mir. Genau. Ich verrate euch, wie ihr sie einsetzt. Antonios Plan erfordert eine kleine Täuschung. Wir müssen die Wachen imitieren. Das heißt, dass wir ihre Rüstungen tragen müssen. Und eine Bootsladung Rüstungen wurde gerade in Kisten verladen und wird bald zum Setter gebracht. Plündert diese Kisten und bringt ihren Inhalt. Ist das erledigt, müsst ihr mir noch ein Boot besorgen und hierher bringen. Damit werden wir unsere Männer unbemerkt in den Palazzo schleusen. So gut wie erledigt. Nicht gefährlich? Oh, der ist aber gelenkig. Dass die Reparaturen an vielen Brücken der Stadt andauern. Bitte habt Geduld und lasst euren Ärger nicht an den Arbeitern aus. Hast du je einen Vogel im Flug beobachtet? Es geht nicht darum, leichter zu sein als Luft. Es geht um Anmut und Balance. Du musst dein eigenes Körpergewicht einsetzen, um Auftrieb und Richtung zu steuern. Viel Glück, Ezio. Na, warum
Warum stürze ich ab? Das ist lächerlich. Der Palazzo ist zu weit weg. Diavolo, ich geb's auf. Sonst bringe ich mich noch selbst um, statt einen weiteren Templer. Ich kann's nicht glauben. Es klappt, es klappt. Du bist geflogen, Ezio, geflogen. Sie, aber nicht sehr weit. Nun, was hast du erwartet? Die Maschine ist nicht für lange Strecken gedacht. Bitte, gut, lass mich die Pläne überarbeiten. Vielleicht finde ich einen Weg, um die Dauer des Fluges zu verlängern. Ezio, meine Männer sagen, dass Carlo das Gift hat. Sputen wir uns. Antonio, das ist Leonardo, der große Erfinder. Das ist sein Pezzo di merda. Hey, das war kein Fehler der Maschine, sondern meiner. Ich habe meine Pläne wieder und wieder überprüft. Es ist unmöglich. Ich weiß nicht, wie man den Flug verlängert. Ah, eine verrückte Idee. Heurika, natürlich. Genial. Was macht er jetzt? Hitze steigt auf. Es braucht Feuer. Heiße Luft unter den Flügeln lässt die Maschine aufsteigen. Leonardo, was soll denn ein Feuer schon bringen? Nicht ein Feuer, Ezio. Ein Dutzend in der ganzen Stadt verteilt. Das reicht, um dich den ganzen Weg bis zum Palazzo Ducale zu tragen. Wie? Ah, capisco. Meine Männer könnten das tun, aber ihr vergesst die Wachen. Keine Sorge, die erledige ich schon. Ich befehle, dass meine Männer sich hinter euch sammeln und die Stellung halten. Sie entzünden die Feuer, wenn die Sonne über San Marco untergeht. Salute. Eccolo! Vincenzo sollte mich schon vor einer Stunde ablösen. Unterschätzt mir den Kerl nicht! Jetzt! Keine Fresse, Männer! Der Kerl ist kein Teufel! Figlio di puttana! Ich könnte dein Vater sein! Denk
spielen. Disziplin wird entscheiden. Das Volk wird San Marco filmen, zu sehen, wie der Maestro dich auseinandernimmt. Kommt bald wieder. Schöne Frau, wenn ich euch ansehe. Nach euch. Babel. Du darfst nicht in dieses Gebiet. Ich werde dir geben, was du brauchst, Schatz. Hey, Mädchen, für dich tue ich alles. Ich muss meinen Tag unterbrechen, um was mich... Was hat er für Probleme? Jetzt! Haltet einen kühlen Kopf, Leute! Stapeln sich schon die Leichen. Nicht viel weg. Ah, hat es wohl nicht besser ver... Es ist soweit. Es ist vollbracht. Wie schön. Sie. Nun hoffen wir, dass euer Plan aufgeht. Denn wir haben fast keine Zeit mehr. Hör gut zu, Ezio. Du wirst von Feuer zu Feuer fliegen müssen. Die Hitze der überflogenen Feuer wird dich wieder aufsteigen lassen. Verstanden. Aber Vorsicht! Heute Nacht sind Schützen auf den Dächern. Weiche den Pfeilen aus, oder es wird ein kurzer Flug. Ich wünschte, ich könnte mein Schwert benutzen, während ich dieses Ding fliege. Nun, du hast die Beine frei.
Wenn du nahe genug herankämst oder ein Pfeil im Schädel, könntest du sie vielleicht von den Dächern treten. Nett. Jetzt oder nie, amico mio. Marcosi! Schießt! Schießt auf den Dämon! Was war das? Keine Sorge. Bestimmt nur Kinder. Mit Knallfröschen. Kommt, ihr seid am Zug. Thank you.
Na, wenn das kein lustiger Affe ist. Er wird tot oder in Ketten enden, wenn er so weitermacht. Bitte verschont mich, ich bin unschuldig. Du hast mir sehr geholfen, Bruder. Aber gern. Doch sicher bist du nicht zurückgekommen, um mit neuen Spielzeugen zu gehen. Geht es um diesen schrecklichen Dogen, der eingesetzt wurde? Marco Barbarigo? Dann wirst du mit deinem Freund Antonio sprechen müssen. Ich habe ihn in letzter Zeit häufiger bei gemeinsamen Freunden gesehen. Dort würde ich ihn suchen. Im Bezirk Dorsoduro. Im Süden. Frag nach Schwester Theodora. Schwester? Naja, irgendwie schon. Ja, Schwester. Und Ezio, du darfst hier heute auf keinen Fall Waffen tragen. Grazie, Leonardo. Jetzt wegen der Maske. Ja, kommt, meine verehrten Kunden. Ich mag vielleicht. Nun, euer Geld ist so viel wert wie jedes andere. Er wird noch jemanden verletzen, wenn er so weitermacht. Vielleicht sollte man ihn nicht aufhalten. So rum. Kämpfe fest. Antonio, wir müssen reden. Ezio! Ezio Auditore! Theodora, darf ich euch den talentiertesten Mann Venedigs vorstellen? Madonna. Ah. Schwester Theodora. Ich wusste gar nicht, dass ihr religiös seid. Nee,
Kommt drauf an, wie ihr meine Religion versteht. Nicht nur die Seelen der Männer wollen Trost. Kommt! Kommt zu uns, Ezio! Trinkt! Trefft die Damen! Ah! Mörder! Metzger! Er hat Lucia aufgeschlitzt und ihr Geld nun, gestohlen! Messer Ezio, dann zeigt uns, wie talentiert ihr seid. Ihm nach! Komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf! Oh, da lauft! Lauft! Wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich! Quanto tempo! Ah. Stronzo, was glaubst du? Komm nicht näher, oder ich schlitze dich auf! Zwing mich nicht nochmal zu töten! Wer zur Hölle bist du? Verschwinde endlich!